Ich möchte die generischen Datentypen erklären und zeigen, wofür die gut sind, was man mit denen machen kann. Und dafür möchte ich mal als Beispiel die Klasse Archiv hernehmen. Die Klasse Archiv archiviert etwas. Zum Beispiel etwas, was ich einfach mal Inhalt nenne. Also ich übergebe der Klasse Archiv etwas, was sie archivieren soll. Und das wird dann archiviert in der Variable Inhalt. Und damit ich das der Klasse Archiv geben kann, habe ich die Methode einlagern. Die Methode einlagern erhält einen Inhalt, von einem zu bestimmten Typ und soll auch nichts zurückgeben. So, wenn ich das jetzt programmieren würde, dann könnte ich mir überlegen, was möchte ich denn dort für einen Typ von Inhalt ablegen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte gerne einen String dort ablegen. Dann würde ich bei der Methode einlagern sagen, ja, was immer ich da übergebe, das soll String sein. Oder ich kann sagen, nee, ich möchte vielleicht lieber Integers dort abspeichern. Dann würde ich hier bei der Übergabe Integers machen. Und wenn ich jetzt für sehr, sehr viele verschiedene Datentypen ein Archiv bauen möchte, wo ich etwas ablegen kann, dann kriege ich unglaublich viele Archivklassen, die eigentlich alle exakt gleich aussehen, nur sich dadurch unterscheiden, dass hier ein anderer Datentyp verwendet wird. Und das ist natürlich etwas, was man eigentlich nicht haben möchte. Und eine Lösung, die man dort früher immer gefunden hat, ist zu sagen, ja, dann nennen wir das doch Object. Und alles, was dort eingelagert wird, ist eben vom Typ Object. Denn in Java wird jede Klasse von der Klasse Object vererbt, sodass eigentlich alles ein Object ist. Und das können wir uns mal angucken, was das für Nachteile hätte, wenn man das so machen würde. Ich wechsle jetzt mal zu Eclipse. Hier habe ich schon mal eine Klasse gebaut. Diese Klasse Archiv hat genau eine Member-Variable im Inhalt und eine Methode einlagern. Ich habe hier auch noch eine Methode ausgeben, um am Ende wieder auf den Inhalt zugreifen zu können. Und hier unten in der Main-Methode, da wird jetzt das Archiv instanziert. Es wird etwas eingelagert. Und wir sehen hier, wenn ich versuche, ein Integer einzulagern, dann geht das nicht, weil Eclipse sagt, hallo, das ist ja kein String. Du hast ja gesagt, du willst hier bei der Methode einlagern nur ein String akzeptieren, ne? Und gehen wir mal kurz darauf ein, was ich gerade meinte. Wenn ich jetzt Integers einlagern wollen würde, ne, dann müsste ich das hier überall ändern. Auch beim Ausgeben würde dann ein Integer ausgegeben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Integers einzulagern. Wir sehen, dass da kein Fehler mehr ist. Aber jetzt sagt er natürlich korrekterweise, ja, du kannst jetzt keine Strings mehr einlagern, ne? Das ist wichtig, dass uns Eclipse immer sagt, welchen Datentyp wir da eigentlich einlagern sollten. Und wenn ich jetzt ein Archiv habe, was nur für Integers ist, dann sollte da auch kein String reinkommen. Und genau das ist nämlich das Problem, wenn ich jetzt alles auf Object umstelle, was ich machen könnte, um nicht 23.000 verschiedene Archivklassen zu bauen mit jeweils einem Integer-Datentyp, einem String-Datentyp und so weiter. Jetzt kann ich sozusagen beliebiges Zeug da reinpacken, aber wir sehen auch, dass ich sogar neben den String-Objekten auch Integer-Objekte reinpacken kann zur gleichen Zeit. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass wenn ich eine Archivklasse nutze, dass die eben sortenrein ist, dass ich dort nur Strings oder nur Integers reinpacken kann.
Jetzt habe ich zwar die Möglichkeit, nur eine Archivklasse zu haben und ich könnte sie für alles nutzen, aber sie ist eben nicht mehr sortenrein in dem Abspeichern von Inhalten. Und deswegen gibt es die generischen Datentypen. Bei den generischen Datentypen füge ich hinter dem Klassennamen die spitzen Klammern ein und dann einen generischen Datentyp. Ich nenne den mal T, der wird meistens auch T genannt, den kann man aber auch sonst wie nennen. Und jetzt wird alles mit diesem Datentyp T ausgestattet, der erstmal allerdings noch zu benennen ist. Und in unserer Beschreibung der Klasse haben wir jetzt alles mit T ausgestattet und keiner weiß in dem Moment, wo wir diese Klasse aufgebaut haben, was T eigentlich ist. Diese Information, was T ist, wird hier bei der Instanzierung erst bekannt gegeben. Da wird gesagt, okay, hier bitte nimm mal diese eckigen Klammern und für T tragen wir jetzt ein, für welchen speziellen Datentyp unser Archiv jetzt die Sachen lagern soll. Und das wäre zum Beispiel mal String. So, und jetzt sehen wir, dass wir ein String hier ohne Probleme übergeben können, dass aber Integer-Objekte im Grunde ausgesperrt werden. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber ein Archiv haben, was Integers speichert, dann ändere ich das hier einfach ab. Und jetzt wird es möglich sein, Integers reinzugeben in das Archiv, aber keine Strings mehr. Das heißt, jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Wir können einmal eine Archivklasse schreiben, die eine bestimmte Funktion ausführt, die sich aber nicht festlegt auf den Datentyp, sodass wir also nicht 23 verschiedene Versionen von der Klasse Archiv, einmal für String, einmal für Integer, einmal für Pakete und was auch immer wir anlegen müssen. Und wir haben den Vorteil, dass wir bei der Instanzierung des Archivs erst angeben, was das für ein Datentyp ist, aber ab diesem Moment alles andere nicht mehr akzeptiert wird. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne ein Archiv für Integers, dann kann ich eben keine Strings mehr reintun.